Die Berufsausbildungen der SWS-Schulen öffnen Perspektiven und Chancen. Wer gerne mit unterschiedlichen Gruppen von Menschen arbeitet, ist im Fachbereich Sozialassistent genau richtig. Die Ausbildung führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss im Bereich Sozialwesen. Am Campus am Ziegelsee wird praxisorientierter, abwechslungsreicher Unterricht angeboten, beispielsweise mit Projekttagen. Am 16. Juni bereiteten sich die Lehrlinge auf ein spannendes Theaterstück vor. Das ist sehr schön. Ja, ich spiele das Instrument, die Gitarre. Ich habe gehört, du bist auf der Reise nach einem Instrument. Das stimmt. Genau. Da sind die Inhalte drin, die Bildungsbereiche unter anderem in den Kindertagesstätten abbilden. Bewegung, gesunde Ernährung, mathematisch, naturwissenschaftliche Grundkenntnisse. Und jede Gruppe, wir haben verschiedene Gruppen, hat ein Thema gezogen und soll für dieses Thema ein Theaterstück oder eine Aufführung inszenieren am kommenden Montag oder Dienstag, womit sie Kinder der Altersgruppe Krippe, Kindergarten oder Hort ansprechen können. Das dürfen sie sich selber aussuchen. Während der Ausbildung absolvieren die Lehrlinge insgesamt 4 Praktika. 74 Schülerinnen und Schüler lernen aktuell den Sozialassistenten an den SWS-Schulen. Während die Auszubildenden im ersten Lehrjahr sich auf die Prüfungen vorbereiten, finden im zweiten Ausbildungsjahr die Projekttage statt. Jede Gruppe hat an den Projekttagen ihren Aufgabenbereich. Bühnenbilder werden gebastelt, Drehbücher geschrieben und musikalische Darbietungen geprobt. Gehen die Saiten von tief nach oben. Du kannst da einmal lauschen, ob du das hörst. Ja, also der Sozialassistent war schon immer ein Traum von mir. Schon seitdem ich klein bin, ich habe mehrere Geschwister und mir macht das Arbeiten mit den Kindern sehr Spaß. Ich bin sehr gerne mit Kindern umgeben, also ich kümmere mich sehr gerne um Kinder. Da habe ich mich an der Schule hier beworben, weil dann doch irgendwie das Gefühl kam, mit Kindern konntest du schon immer und das ist auch ein Beruf, der nie ausstirbt. Kinder wird es immer geben. Und deswegen habe ich gedacht, gut, versuchst du es und wenn es klappt, dann klappt es. Ja, die Ausbildung ist sehr lebhaft, macht super viel Spaß. Jetzt auch mit dem Theater, was wir ja gerade mit dieser Projektarbeit aufführen, das ist halt super cool. Man ist halt auch mit anderen Menschen einfach in Kontakt und man hat einfach jeden Tag viel Freude. Als Assistenzkraft können die Sozialassistentinnen pädagogische Fachkräfte unterstützen. Im Anschluss an die Ausbildung wählen die meisten Absolventen den Weg zu staatlich anerkannten ErzieherInnen oder staatlich anerkannten HeilerziehungspflegerInnen. Also wir bieten nach diesem Bildungsgang Sozialassistenz die beiden Bildungsgänge Erzieherinnen und Erzieher oder Heilerziehungspflegerinnen, Heilerziehungspfleger an. Und dazu kann man sich entscheiden, wenn man dann den Sozialassistenten in der Tasche hat. Der Abschluss Sozialassistent ermöglicht bereits die Arbeit in der Familienpflege, Kindertageseinrichtungen oder Einrichtungen zur Betreuung und Pflege von Menschen mit Beeinträchtigungen. Weitere Informationen zum Thema Sozialassistent, Ausbildung und Studium an den SWS-Schulen auf dem Campus am Ziegelsee gibt es auf der Homepage www.sws-schulen.de. Es reicht jetzt irgendwann mal, jeden Tag das gleiche Theater.